Hallo Leute, willkommen zu einer neuen Ausgabe von Dragon's Dogma Dark Arisen mit Raik, Jun, Andreas und mir, der GV. Und heute haben wir eine ganz spezielle Aufgabe. Wir sind so gesehen Top Secret am Start. Wir sind ja momentan noch mitten im Prozess von Fernville, denn Fernville wird beschuldigt, schmutzige Gelder ausgeteilt und angenommen zu haben und ja, Leute erpresst und unter Druck gesetzt zu haben. Und wir sollen jetzt zwischen ja, Schuld und Unschuld entscheiden. Und so wie wir Fernville kennengelernt haben, war er uns gegenüber eigentlich immer sehr nett und loyal, allerdings auch sehr bestimmt. Und machte zumindest in Bezug auf dem Armviertel in Grand Sorin nicht den Eindruck, als würde er einen entgegenkommen und ja, menschlich denken, sondern einfach nur sehr, ja, sehr geschäftstüchtig denken. Und jetzt ist die Frage, ist eine Hinrichtung, ist die gerechtfertigt bei ihm? Und das wollen wir noch gerne herausfinden, indem wir, ja, mal jemanden im Schloss zugehört haben. Wir haben nämlich mit jemandem dort gesprochen, der Kämmerer. Und der Kämmerer hat uns den Tipp gegeben, dass wir uns mit Fädel bei Nacht treffen sollen, im Schutz der Dunkelheit, im Schlossgarten und zuhören sollen, was er uns zu erzählen hat. Genau das steht hier eigentlich gerade in der Aufgabe. Dementsprechend muss ich es nicht mehr vorlesen. Wir sind auch echt kurz vor knapp. Fernville wird in... Moment, das könnten wir eigentlich auch noch mal kurz gucken. Wann wird der hingerichtet? Prüfung des Prozesses. Verbleibende Tage noch 2. Das heißt, wenn wir jetzt auf Nacht stellen, ist, sobald wir die Antwort kennen oder diese Aufgabe gemacht haben, nur noch wenige Stunden, bis die Entscheidung steht, ob er schuldig oder unschuldig gesprochen wird. Und deswegen möchte ich das unbedingt mit euch noch gerne machen. Und was wir dafür tun müssen, wir müssen erstmal gucken, dass es abends wird. Das heißt, wir werden uns jetzt ausruhen und werden bis zum Einbruch der Nacht bleiben, also wenn es gerade dämmerig wird, werden uns dann zum Schlossgarten aufmachen. So, und werden hoffentlich die Antwort kennenlernen. Denn was ist, wenn wir jetzt Fernville für schuldig sprechen und der ist einfach nicht, ja, der Böse, so wie er uns dargestellt wird? Also, ich finde ihn jetzt nicht unbedingt nett, ich finde ihn aber jetzt auch nicht unmenschlich. Also, klar, er handelt irgendwie ziemlich fies, aber ich bin da immer so ein bisschen vorsichtig. Manchmal will man jemanden oder will die Geschichte einen auch so präsentieren, und am Ende bereut man es einfach total. Deshalb, let's go. Ich werde mir auch keine Lampe rausholen. Meine Vasallen können ja sowieso nicht mitkommen. Die hätte ich zwar gerne dabei, aber das wird nichts. Ich kann noch mal gucken, ob ich irgendwas in der Tasche habe. Hier, was ich den anderen geben kann. Ein sinniger Brief, da muss ich noch mal mich erkundigen, ob der wirklich mit mir mitgeschleppt werden muss, sonst kann ich den auch verkaufen oder auf die Bank packen. The stairs ahead lead atop the castle walls. From day to night, this area feels completely different. So, ich weiß nicht genau, ob wir uns Mitternacht mit ihm treffen, also ob wir gleich noch ein bisschen warten müssen. Wenn das der Fall ist, dass wir warten müssen, hui, da ist ja wieder so ein, der Typ. Wenn wir warten müssen, dann cutte ich das entsprechend. Ich vertraue jetzt einfach mal darauf, dass ich es trigger, sobald ich hingehe. So, ich muss in die Schlossgärten und zwar da hinten am Brunnen. Da sind wir ja das letzte Mal und haben wir das letzte Mal die Folge beendet. Aber ich wollte natürlich noch meine Sachen und alles ausmisten. Da ist nur so viel Licht. Können wir uns da wirklich einfach so hinstellen, ohne Probleme zu kriegen? Soll ich mich einfach mal hier rein verstecken? Ich fühle mich so ein bisschen so, also wenn das nicht auffällt, dass ich hier stehe, dann weiß ich ja auch nicht. Na gut, ich glaube, er taucht nicht sofort auf, das heißt, ich warte jetzt erstmal einen Moment und melde mich zurück, wenn er uns einen Besuch abstattet. Bis gleich. Ich glaube, da vorne kommt er. Das sieht doch nach ihm aus, oder? Nutzt doch die Gunst der Stunde, ein bisschen was zu trinken. Da ist er doch. Ich warte mal, dass er hier in die Nähe gelaufen ist. Ah, you've come. You must forgive me. Jetzt geht's ernsthaft? Oh mein Gott.
The matter demands it, I assure you. I dare not speak it aloud, so pray. Listen close. Okay, das machen wir, gar kein Problem. Truth be told, I have long traveled the land in secret, keeping watch over the Duke's army. Now I fear my investigation has borne fruit. Mm-hmm. One company has amassed supplies far beyond their need. Their regimen of training, too, defies comparison. His Grace must know of this, thought I, and so drafted a letter to send the moment I found a courier I could trust. Aha, und der Bote kam niemals an, oder wie? But fate is cruel, sir, and the pack I'd placed the letter was snatched by monsters out on the roads. Das ist so klar. Ich hab mir ehrlich gesagt gerade schon sowas gedacht. If someone should find that missive and its contents become known to the public, morale will crumble. What's more, a secret serves use only so long as it stays hidden. Their treason will be more easily foiled if they do not expect the Duke to know of it. Hmm. The letter must be found. Surely you understand, sir. I would ask you to find it and retrieve it here to me. Aber warum sollte ich? Ich dachte, es geht um Furnival. Warum soll ich ihm denn jetzt helfen? Er meinte doch, das würde mich interessieren und das klang gerade. Also ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Habe ich mich etwa geirrt und Furnivals Schicksal schon längst entschieden? Naturally, His Grace cannot openly compensate you for this task, but I shall gladly pay you of my own pockets, should you succeed. Make us speed your steps, sir. I was traveling the roads when I was attacked. Came from the air, swooping down long enough to snatch up my pack. Like as not carried it back to their nest, though where that may be, I know not. The mountains near the Great Wall are nest to many a flying creature, though. Perhaps there is the best place to start. Oh, also muss ich jetzt irgendwelche Nester von Harpien und sowas durchsuchen? Sucht in der Nähe des Großwalds. Hatte ich da nicht sogar meinen Hortpunkt? Ja. Da sind die Katakomben. Das war echt clever, dass ich hier meine Steine überall gesetzt habe, weil jetzt kann ich mich zu den Katakomben porten und bin dann eigentlich so gut wie da. Dann kriege ich diese Aufgabe ja sogar gebacken und werde mich schnellstmöglich wieder aus den Schlossgärten entfernen, bevor irgendjemand noch sich fragt, was ich zu so später Stunde hier in den Gärten veranstalte. Und dann machen wir halt das heute. Aber ich bin echt ein bisschen irritiert. Bisschen aus dem Hügel im Großwald. Muss ich das denn nachts machen? Ich will auf jeden Fall Furnivals Verhandlung mitkriegen. Ich mag halt ungern jetzt vorspulen. Ich glaube, wir kriegen das als Team auch abends hin. Da mache ich mir weniger Gedanken. Deswegen soll mir June jetzt mal eben meinen Portstein geben. Übergeben. Und wie? Warum haben wir eigentlich so viele... Gott, wir müssen eigentlich nochmal zur Bank. So, es ist immer noch stockfinster. Das gefällt mir gar nicht. Aber ich habe mir das so ausgesucht. Jetzt muss ich mich eigentlich hier lang orientieren. Oh Gott, das wird so fies. Eigentlich total dumm, dass ich jetzt abends lang gehe. Ups, was ist das hier für ein Weg? Komme ich da auch dahin, wo ich hin will? Ich hoffe. Hier ist eine Gasse. Oh, die Musik. So friedlich. Ich glaube... Oh, ich habe immer Schiss vor Rasen. Laufen doch auch so gerne Chimären entlang. Und Kobolde haben hier ihr Lager aufgeschlagen. Mein Trupp lootet da wieder einfach was. Oh, Mensch, als hätte ich es geahnt. Hier ist eine Kiste. Jetzt muss mal kurz schauen, wo sind wir denn hier? Da unten sehe ich eine Chimäre. Seht ihr das? Moment. Da. Wo mein Cursor rauf zeigt. Die hockt da. Und die streift da entgegen. Wenn wir jetzt unten den Weg lang gelaufen wären, hätten wir die wahrscheinlich... Oh Gott, wir wären der auch so begegnet. Kacke. Wir müssten genau da lang, wo die Chimäre steht. Und das mitten in der Nacht. Und besagterweise sind die Gegner nachts immer stärker als tagsüber. Da hinten sind auch Feuer. Ich höre Skelette.
Ich sehe sie aber nicht. Egal, wir müssen hier lang, Leute. Ich höre wieder Skelette. Was ist denn da hinten? Seht ihr das? Da? Da, Master! Skeletons! Wo? Wir machen gar nichts. Solange die uns nicht entdeckt haben, ist alles gut. Aber die Chimäre, wir werden da nicht drum rumkommen. Oder vielleicht doch. Vielleicht können wir hier entlang? Oh mein Gott. Es ist so dunkel. Da ist auch sowas. Seht ihr das? Was ist das denn für ein Vieh? Seht ihr das? Ach du Scheiße. Den habe ich nicht getroffen. Ja, war so klar. Ich brauche Hilfe. Wir müssen oh nein, er fliegt tot. Warum habe ich das Gefühl, dass wir uns da mit einem ziemlich heftigen Feind angelegt haben? Okay, den habe ich schon mal. Wir müssen die Magier machen, Leute. Magier. Oh. Verdammt, meine Beine sitzen jetzt anders. So. Oh, ich habe einen anderen Schlag jetzt gebeinet. Nein, ich hatte was an meinen Spells geändert. Kann ich den irgendwie so machen? Ich meine, ich kann ihn ja... Komm runter. Oh, da ist noch einer. Okay. Können wir den irgendwie machen? Warum habe ich meinen Stab nach oben nicht mehr? Ich habe ja noch meinen Charge. Warum habe ich großes Auslösen jetzt gebeinet? Ach du Scheiße, mein Leben. Ich komme gerade auf meine Beine nicht klar. Irgendwas hat sich da verstellt. Ich habe eigentlich eine Spezialisierung angenommen, aber die hat mir nicht gerade gut getan. Der nimmt ja so gut wie gar keinen Schaden. Ah, den habe ich erwischt. Wo ist er denn? Da. Moment, mein Leben. Warum droppe ich denn so krass runter? Bin ich irgendwie vergiftet oder so? Okay. Poison. Take care, you are poisoned. Oh, ich krieg ihn da nicht so. Ich krieg da nicht so Schaden drauf gemacht, wie ich es gerne hätte. Ich kann einzelne Schüsse zwar schießen, aber seht ihr das? Der droppt so gut wie gar nicht. Sollen wir mal helfen? Helft mir mal, den Chicken da anzugreifen, Leute. Ich habe irgendwie das Gefühl... Oh Gott, das ist ein Gift. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich die Einzige bin, die hier wirklich Schaden macht. Gott, ich muss hier raus. Okay, ich krieg wieder Schaden. Komm schon, wir kriegen das hin, wir kriegen das hin. Komm schon, wir kriegen das hin, wir kriegen das hin. Er ist unten. Kommt schon. Vermögen, Gesundheit. Wo ist das mit den? Ja. Okay. Komm schon. Wir kriegen das hin. Yes! Oh mein Gott. Oh, ich war gerade so konzentriert. Tut mir leid, wenn ich echt ein bisschen leise war. Aber oh mein Gott, das war heftig. Und ich habe irgendwelche Bücher aufgesammelt. Da muss ich gleich mal gucken, was das war. Oh, hier sind noch jede Menge Sachen.
Oh, das war echt einerseits ziemlich dumm, nachts unterwegs zu sein. Andererseits hätten wir diesen Gegnertyp tagsüber gar nicht gesehen. Von daher ist es ein Vor- wie ein Nachteil. Oh, ich bin aber gerade so froh, dass wir das geschafft haben. Hier ist auch zu fettes Grimoire. Sonst habe ich, glaube ich, alles gelootet. Oh Gott, ich war gerade so konzentriert. Ich muss tatsächlich schauen, dass ich mit meinem Bogen vielleicht irgendwie lerne, ein bisschen mehr Schaden zu bringen. Weil in so einem Kampf wie den, der zieht sich unendlich wie ein Kaugummi, wenn man da nicht die richtigen Möglichkeiten hat, um Schaden auszutragen. Oh, wunderbaren Wolf. So. Nein, du bist doch schon tot. Du kannst keine Hilfe rufen. Gucken wir nochmal auf die Karte. Hier in diesem Umfeld muss irgendwo das Buch sein. Oh nein, da oben an der Straße ist aber die Chimäre. Ich habe ehrlich gesagt kein Heilmittel mehr. Da sind Diebe, das ist noch okay. Was ist das denn? Moment, Moment, Moment. Ich, wie ging das noch gleich? Oder muss ich das kaputt machen? Nee. Okay, jetzt hat sie es kaputt gemacht. Okay, komm schon, wir schaffen das. Wir schaffen das, wir schaffen das, wir schaffen das, wir schaffen das. Ha, da haben wir schon mal die ganzen... Also diese Bögen sind echt immer... Das funktioniert richtig gut. So. Ich lerne auch langsam besser zu zielen. Weil mein Dolch macht zwar schon ein bisschen mehr Schaden, aber die Bögen sind halt einfach so ein schöner Anfangsmove, bevor man da reinströmt. Richtig gut. So, das heißt, wir haben jetzt das. Wir müssen uns hier irgendwo genauer umsehen. Irgendwo muss doch sein Brief gelandet sein. Ich bin mir nur gerade nicht sicher, wo genau. Suchen wir irgendwie nach einer Gruppe? Suchen wir nach einem Gegner? Suchen wir nach einem Nest? Was genau ist es, was wir überhaupt suchen? Auch diese riesengroße Lichtung, ne? Oh, da hinten sind wieder Diebe. Vielleicht sind die das. Vielleicht sind das die Diebe, die wir suchen. Okay. Versuch's mal wieder mit meinem Pfeilhagel, sie ein bisschen klein zu kloppen. Oh, das funktioniert so gut. Die sind beide so krass schon runtergedroppt. Ja, nice. Da hat nichts geglänzt. Ich dachte zuerst, da könnte vielleicht was geglitzert haben. Es tut mir leid, wenn die Folge heute vielleicht ein bisschen, ja, unspektakulär ist. Ja, ich habe tatsächlich ein bisschen vergessen, wo es weitergeht, lieber Reik. Ich hab keinen Schimmer, wo wir laut Aufgabe suchen sollen. Wir haben ja einen ganzen Bereich, den wir absuchen müssen. Ich könnte aber mal kurz das hier verwahren. Ich brauche ja nicht mehr meine Lampe. Ist ja mittlerweile hell genug. Was habe ich hier noch gefunden? Gehört einst einem bösen Geist, wird zur Herstellung von Waffenrüstung verwendet. Sehr gut. Hey, meine externe Festplatte spinnt mal wieder. Oh, den sollten wir aber schnell... Ha, okay, zu spät. Sie hat schon Hilfe geholt. Schade. Oh, dieser Move ist so kacke. Warum habe ich den denn aktuell drin? Schade. Huch, hier brennt. Wird hier etwa... Ah, hier ist es. Ah, hier wurde er überfallen. Was ist denn das da oben? Ist das ein Drache? Oder ist es eine Harpie? Und die gestohlene Diebesche zurück. Okay, Reik weiß, wo es lang geht. War das jetzt ein Drache? Oh, komm schon, kein Drache. Ich habe kein Heilmittel mehr. Oh nein, da oben sind doch bestimmt Golems. Wir sollen irgendwo reingehen. Wo sollen wir denn reingehen? Ah, wir können hier rein und können dann da wieder rauskommen. Ich verstehe. Ähm.
Aber sollten wir nicht irgendwo, wo es nach oben geht, hin? Also erstmal müssen wir sowieso hier um eine Kurve. Ich habe ein schlechtes Gefühl dabei. Ich erinnere mich vage an diesen Weg. Ah, da ist wieder ein Felsbrocken. Da steht jemand Wache. Vielleicht kann ich den erledigen, ehe er uns entdeckt. Scheiße. Ich mache nicht ausreichend Schaden. Schade. Also, muss man so mit den Mehrfachpfeilen einfach mal ein bisschen rein. Oh, das muss bei Escort Quest total angenehm sein, weil der NPC bleibt ja in der Regel immer in deiner Nähe, wenn es geht. Oh, Range zu spielen ist so viel einfacher, das merke ich jetzt schon. So, die haben wir. Hier wird wieder irgendwas von etwas Größerem zerfetzt. Ich kann noch nicht genau sagen, was es ist. Und da hinten muss jetzt gleich der Mineneingang sein. Schauen wir mal, was uns gleich begrüßt und Hallo sagt. Da sind, wieder mal Diebe. Links von uns ist, glaube ich, auch gleich wieder die Chimäre. So. Ist okay. Wir kriegen das hin. So. Oh Gott, die nehmen so viel Schaden durch Pfeile. Das ist heftig. So. Gleich schon fertig mit Auslöschen. Das ist so lächerlich. Einer fehlt noch. So. Echt jetzt? Das war's? Mehr ist es hier nicht. Ist hier oben irgendwas? Eine Kiste? Eine Truhe? Nope. Hier sind wir doch schon mal eskortiert. Hier war doch auch die Chimäre. Hier ist mir doch damals Reynard tot gegangen, oder nicht? Hier waren wir doch schon mal. Ich bin aber nicht weitergegangen. Oh Gott, irgendwie laufe ich... Irgendwo hier sollte doch der Eingang sein. Ist der hier irgendwo? Moment, was ist das denn? Nee, nur was zum Abschleifen. Hä? Habe ich irgendwas übersehen? Bin ich dran vorbei? They're armed, Master. Wer ist bewaffnet? Hä? Ach, da hinten. Ah, da hinten stehen die Diebe und spähen von Weitem, aber sie sehen uns von hier nicht kommen. Hehe, gut für uns. Sie haben uns, glaube ich, entdeckt. Egal, wir gehen gleich in die Mine rein. Sie werden uns doch nicht etwa folgen. Wir gehen jetzt einfach rein. Ich bin jetzt gespannt. Ich muss da jetzt rein. So. Wie es hier drinnen aber weitergeht, das machen wir dann in einer weiteren Folge Dragon's Dogma, wenn ihr mögt. Das wird ansonsten alles einfach viel zu lang. Ich würde mich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge wieder einschaltet. Bis dahin, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss!